Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Video. Ich habe gerade bin ein bisschen geknickt, weil die Anlage nicht das ist, was das ist. Vorne rechts, ich muss jetzt erstmal die Boxen hier durchsuchen, wo was ist. Das ist hinten rechts. Das ist hinten links, also SL und RL. So. Und dann haben wir hier nochmal Front. Die Boxen sind so an sich, sehen die optisch sehr gut aus. Die sind vorne komplett schwarz, habt ihr ja gesehen. Hier oben ist das Logo. Das sieht auch ganz pfiffig aus. Unten hat es Gumminippel, so gepolsterte. Dass die Schwingungen auch nicht so auf die Schrankwand übertragen werden, finde ich sehr gut. Ich habe hier unten vom schon ein bisschen so, naja. Man sieht halt, dass es nur so ein Aufkleber ist. Das Holzmuster, da ist es geklebt und hier habe ich halt so Blasen. Also ich habe mein Mikrofon jetzt auch nicht um, weil sich das mit den Kabeln echt beschissen macht. Hier kann man auch, glaube ich, irgendwie reindrücken. Nee, kann man nicht. Hier ist schon, hier kriegt man schon locker ab, also hier ist auf jeden Fall was ab irgendwie. Das ist aber auch, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der Sache, da werde ich mir wahrscheinlich dann auch nochmal einen neuen Lautsprecher für vorne ordern müssen. Weil der ist hier definitiv nicht normal, dass der so locker ist. Hier scheint es, als wenn da was ausgeplatzt ist. Weil hier ist er fest. Und hier seht ihr den Spalt. Also naja. Also da werde ich auf jeden Fall mal hinschreiben zu Pearl, dass vorne rechts hier ist fest, hier ist auch fest, alles fest. Hier sehe ich auch keine Klebestellen, auch die Seiten sind fest. Mal zum nächsten. Auch hier sieht man nichts. Hier ist auch alles fest. Den Center werde ich mir auch noch angucken müssen. Hier ist auch fest. Hier ist auch fest. Hier liegt ein Kratzer. Da. Da ist ein Kratzer drin. Jetzt muss ich mir nochmal den Center angucken, wie der verarbeitet ist. Im ersten Augenblick sehe ich hier nichts. Hier sehe ich Blasen. Und hier ist schlecht verklebt hier oben an der Seite. Also hier hat er Blasen. Da seht ihr das. Ja, und hier sieht man Abschabungsstellen irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr das vernünftig seht. Da sind so Abschabungsstellen. Für den Preis hätte ich mir da ein bisschen was Besseres erhofft. Hier unten sind auch Blasen. Hier haben wir gar nicht so eine Öffnung, um zu gucken. Fest, 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 hier ist auch fest. Also der ist auch komplett fest. Also habe ich nur bei einem Lautsprecher die Probleme und da werde ich mal bei Pearl anrufen, ob sie mir da einen neuen schicken können. Es ist bei Meckern auf hohem Niveau, aber wenn die fest sind, sind sie fest und ich möchte hier bei so einem kleinen, so einem Spalt, den man das aufmachen kann, ja, seht ihr das? Ist nicht normal.
Ja, und dann die Blasen, die ist ein bisschen übertrieben hier mit den Blasen. Und hier wieder die Ecken ein bisschen abgekratzt hier. Also, wenn ich hier vernünftig Musik höre und es könnte anfangen zu vibrieren, habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Deswegen werde ich diese Box reklamieren. Ich möchte da bitte eine neue Front-Rechts-Box. So, und jetzt kommen wir mal zur Dolby-Anlage an sich. Ja, das ist hier nicht nur ein Surround-System, das kann man gleichzeitig als Anlage mitzählen. Wir haben hier unten einen USB-Anschluss und einen Kartenleser. Seht ihr das? Da ist der USB-Anschluss und da ist der Kartenleser. Dann hier oben drüber haben wir dann das Loch. Hier ist auch Stoff drüber, also wir können hier nicht durchpieken. Da ist wirklich Stoff drüber, dass hier nichts reinfällt. Das ist natürlich für den Luftstoß vom Bass, weil der Bass viel Luft braucht, Luft verdrängt und ja, wem erzählt das? Dann haben wir hier oben ein paar Knöpfe. Das ist ST, BY, Soul. Ich kann das jetzt von der Schräge echt schwer erkennen und ich habe meine Lesebrille nicht auf. Dann weiter oben haben wir dann den Knopf zum Drehen. Der scheint hier auch noch beleuchtet zu sein. Werden wir uns nachher angucken. Ich glaube mich zu erinnern, dass der blau leuchtet. Und dann haben wir hier oben noch ein Display. Hier ist nichts weiter. Und jetzt kommen wir mal zu den Anschlüssen, wo ja auch viele, denke ich mal, sehnsüchtig darauf warten, was diese Anlage jetzt für Anschlüsse hat. Wir haben natürlich, dadurch, dass wir jetzt Cinch haben, sieht das jetzt hier hinten sehr aufgeräumt aus. Hoppala. So. Dadurch, dass wir Cinch haben, sieht das jetzt hier sehr aufgeräumt aus. Wir haben jetzt nicht zwei hier nebeneinander. Also rot-weiß, 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 rot-weiß. Nein, wir haben für vorne links einen Cinch. Wir haben für hinten links einen Cinch. Wir haben vorne links, vorne rechts, Subwoofer. Vorne rechts, vorne links, hinten rechts, hinten links. Und das ist der Center. Und hier haben wir dann oben drüber haben wir unsere Anschlüsse. So. Und da kann ich euch sagen, hier oben haben wir immer abgetrennt. Hier ist erstmal Radio, also wir können auch Radio hören damit, da können wir Radiostecker machen. Da ist links und rechts für, was weiß ich, ein MP3-Player oder irgendwas dergleichen, was ihr da gerade anschließen wollt. Und hier haben wir dann nochmal drei Anschlüsse weiß und drei rote. Das ist für vorne links, vorne rechts. Center, Subwoofer, hinten links und hinten rechts. Das heißt, ich kann das jetzt endlich benutzen, um meine alte Anlage zu ersetzen, wo die Boxen nicht mehr so toll sind. Und hier unten haben wir dann noch, ja Lucky, hier unten haben wir dann noch einen Powerknopf. Ja, das war doch schon eigentlich. Mehr ist dazu ja nicht großartig zu sagen. Ich muss jetzt erstmal hier gucken. So. Dann würde ich mich jetzt hier erstmal auch verabschieden. Und wir werden die Anlage dann gleich mal an- bzw. aufbauen. Anschließen, in Betrieb nehmen. Ich muss noch die Cinch-Kabel suchen. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.